Ein guter Tag beginnt mit einem guten Morgen. Und deshalb will ich dir die 5-Finger-Achtsamkeitsübung vorstellen. Achtsamkeit hilft uns, bewusst durchs Leben zu gehen und wirkt sich daher auch positiv auf das zwischenmenschliche Miteinander aus. Und betrachte doch mal morgens deine Hand, denn jeder Finger steht für etwas. Und wenn du die nacheinander durchgehst, bist du perfekt für den Tag vorbereitet. Beim Daumen geht es um das Positive. Worauf freue ich mich heute? Oder auch, was kann ich mir heute Gutes tun, selbst wenn es ein stressiger Tag wird? Der Zeigefinger deutet auf etwas. Welche Ziele habe ich heute? Und ganz wichtig, durch welche kleinen Entscheidungen kann ich heute meine Ziele unterstützen? Na, hast du eine Idee, wofür der Mittelfinger steht? Es geht um M wie Motivation. Die Frage ist, wofür habe ich heute Energie? Aber auch, wo kriege ich die Kraft her für die Dinge, die heute gemacht werden müssen? Der Ringfinger steht für den Raum für mich selber. Hierbei geht es also um Ruhe und Erholung. Die Frage ist, wann, wie und wo finde ich heute einen Moment, der nur mir gehört? Und der kleine Finger erinnert uns an unseren Körper, den wir vor allem, wenn wir Stress haben, schnell mal vergessen. Frage dich, wie geht es meinem Körper gerade und was braucht mein Körper eigentlich? Diese Achtsamkeitsübung kannst du wunderbar morgens machen, wenn du noch im Bett liegst oder wenn du unterwegs bist, in Bus oder Bahn. Und du kannst sie übrigens auch abends machen und dann rückblickend auf deinen Tag schauen, um ihn bewusst zu reflektieren und dann abzuschließen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Du willst jede Woche neue Themen zum gesunden Miteinander? Dann unterstütze uns und abonniere kostenlos diesen Kanal. Aktiviere auch die kleine Glocke, so verpasst du kein neues Video auf diesem Kanal. Wenn es dir gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben hier und hier findest du weitere spannende Themen. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann lass uns einfach unten einen Kommentar da. Ich bin jetzt raus hier, bis nächste Woche, dein René.